Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück nach einer richtig langen Zeit. Oh ja, direkt mal ein Steuerungsfail zu Resident Evil Zero mit eurem Spooky. Ich war ein bisschen verhindert, hatte mir auch noch den Daumen verletzt, hatte noch die neuen Spiele bekommen. Und ja, boah, es ist alles einfach zu viel momentan. Deswegen auch jetzt keine Facecam. Und da das Zeug ja liegen bleibt, schmeißen wir jetzt hier einfach den Kreiswagen mal auf den Boden. Und jetzt muss ich gucken, wie die Steuerung überhaupt nochmal ging. So. Das war die Karte. Wo ziele ich nochmal? Hier oben, ne? Ja, okay, und so. Gut. Muss jetzt nochmal ein bisschen reinkommen. Ja, deswegen auch keine Facecam, weil ich echt, ich bin momentan wirklich, da geht gar nichts. Geht gar nichts, und da habe ich auch keinen Bock drauf. Auf die Facecam. Und deswegen habe ich eigentlich auch Resident Evil nicht aufgenommen, weil ich hier mit Facecam weitermachen wollte. Aber ich habe irgendwie immer noch keine Lust drauf. Und deswegen habe ich mal gedacht, komm, jetzt nimmst du wenigstens so auf, dass du mal wieder Material. Ah, fuck it. Obwohl, wir könnten ja. Nee, komm, lassen das jetzt. Rennen zuerst mal da runter. Da waren wir nämlich stehen geblieben. Und dann müssen wir eigentlich gucken, wo es noch weitergeht, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf, wo wir schon überall waren, aber ich glaube, so ein bisschen düster erinnere ich mich noch dran. Also sollten wir das noch hinbekommen, denke ich mal. So, jetzt müssen wir wechseln auf Billy. Wie sieht es denn in dem sein? Ja, er hat einen Granatenwerfer auch noch. Komm, hol mal die Knarre in die Hand, dass du hier nicht unnötig Zeug verballerst. Und dann drehen wir hier mal dran. Oh, Mann. Ja, ich sag ja, die Steuerung, liebe Freunde. Auch hier nochmal, ja, Gerät starten, genau, und das tun wir. Weiter geht's hier im gruseligen Horrorhaus. Ja, halt das Ding fest, halt's bloß gut fest, Freund. Jetzt haben wir einen Anlageschlüssel. Huhu, also wissen wir, wo es weitergeht. Ich glaube, das war das Fire-Emblem. Ja, wer hätte es gedacht und wer nicht? Was? Hilfe, Billy, mach was! Oh, fuck! Riesentausendfüßler, so ein Arschloch. Komm, gib mir den Granatenwerfer. Fängt ja gut an hier. Ja, ich komme. Der haut ab, die feige Sau. So, das war's mit der Muni. Nochmal das Ding. Ey. Der trifft mich auch noch. Ja, kann der überhaupt irgendwas? Hätten wir ja auch die Pistole holen können oder das Messer. Nee, ich glaube, der setzt Rebecca ganz schön zu. Was ist denn los? Lass sie los! Boah, Mann, ey. Ist das ein Fresser? Oh, geht doch. Hau ab jetzt, Mann. Alter, das ist so Frechheit, was du hier machst. Scheiß Käfer. Jawohl, haben wir ihn. Hoffentlich. Ja. Meine Güte. Der hat aber gefressen, ne? Sie hat natürlich das Jagdgewehr in der Hand. Ja, Schluss mit Schabernack. Erst die Trophy, die wir gerade bekommen haben. Jetzt gucken wir mal kurz die Gesundheit beider. Beide auf Warnung, super. Aber dafür haben wir hier den Anlageschlüssel, und den untersuchen wir mal.
Also dieses Ding, ja, hier das Feuersymbol, ne, seht ihr? Jetzt wissen wir auch, dass es der Feuerschlüssel ist. So, jetzt müssen wir ja eben die Feuertüren finden. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die waren. Ist das hier irgendwo eingezeichnet? Welche Türen das sind? Nee, aber wir haben hier überall versperrte Türen. Und deswegen können wir eigentlich. Ja, hier, das müsste eigentlich auch irgendwie aufgehen. Ich frage mich nur, wie. Gehen wir doch einfach mal runter und gucken uns das Ganze mal wieder an. Dort hinten drin, das war ein Wasserschlüssel, oder? Der hier in dem Raum. Da brauchten wir den Wasserschlüssel, meine ich. Mal gucken, aber mal kurz. Ja, genau. Okay. Oh Mann, es nimmt zu an Heftigkeit und Hässlichkeit. Falsch rum, hier lang. Ja, da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Ich weiß. Ach, stimmt, in dem Gang in der Toilette, wo dieser Ekelzombie kommt, da war, glaube ich, eine Feuertür. Aber dort möchte ich jetzt eigentlich ohne großartig Munition und verletzt gar nicht hin. Schmeißen wir hier mal noch ein bisschen was ab. Wir haben auch kein Speicherband mehr. Und zwar von Billy. Der kann jetzt ja hier ruhig ein bisschen was ablegen. Natürlich ist die Frage, ist es dort, wo wir hin wollen oder müssen, ist es dort sicherer? Ich bezweifle es. Hier hatten wir noch zwei Türen. War da nicht einer auch zu? Und was ist denn eigentlich mit der Haustür? Die kann man doch auch öffnen. Ah, nee. Ah, das ist diese Ritter, die gehen irgendwann auf, glaube ich, alle. Und wenn wir irgendeinen Mechanismus auslösen oder so. So. Da unten waren wir drin. Da, ah, das. Ja, genau. Links ist ja dieses Ding. Dort brauchten wir den Feuerschlüssel definitiv. Da ist die Toilette. Und da kommen die zwei Ekelzombies, die uns das erste Mal hier im Haus getötet haben. Die Mini-Markus. Oder wie sie heißen. Mimikri-Markus, so. Dann gehen wir hier lang. Ich glaube, hier war auch irgendwo. Ah, ja. Ach so, so können wir so rufen, oder? Ist hier der einzige Zombie? Hey, nee. Er zielte gerade in eine andere Richtung. Warum machst du das? Einfach so, ohne mich zu fragen. Sie auch? Oh, deswegen macht das. Ja, warum schießt sie nicht? Jawohl, Hände weg. Du hast deine Trophäe erhalten. Nice. Bleib liegen. Da, das ist schon mal der erste Feuerschlüssel. Da müssen wir ja jetzt auf Rebecca wechseln, weil die hat den. Sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Yeah. Ich bin ein Verwender. Wie sieht's denn hier aus? Offene Fenster mag ich gar nicht. Molotow-Cocktails, die mag ich. Obwohl die eigentlich bis jetzt auch noch nicht so wirklich gut waren. Also, was heißt jetzt noch nicht Molotow-Cocktails, sondern wenn wir hier mixen. Jo, Brennflüssigkeit. Kann. Das war doch das, oder? Nee, ist es gar nicht. Gucken, was das hier ist. Ein Behälter mit Brennflüssigkeit. Ja, und für was brauche ich den? No idea. No idea. Holen wir wieder Billy. Er hat ein bisschen mehr Platz. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Für was wir die Brennflüssigkeit brauchen. War da irgendwo ein Kühlschrank? Die Tür kaputt und lässt sich nicht öffnen. Ist das jetzt alles, was hier drin war? Willst du mich verarschen? Alter. Ja gut, die Brennflüssigkeit kann sein, dass wir die irgendwie gebrauchen. Noch. Irgendwann im Leben. wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir hin?
Also hier hinten, da waren wir auch noch nicht abwärts. Ich glaube, da werden wir gerade mal hinspringen. Gucken, ob dort irgendwas ist. Und ich glaube, außerhalb vom Haus wird es später auch noch weitergehen. Wenn wir mit dem Haus fertig sind. Was noch ein bisschen dauern kann. So, wo müssen wir jetzt lang? Links. Hier, da waren wir, glaube ich, nämlich noch nicht. Oh, hier gefällt es mir auch gar nicht. Ach, hier ist das. Da kann ich mich sogar dran erinnern. Da kommen wir so nicht durch. Da müssen wir irgendwie abdrehen. Und einer geht durch. Irgendwo muss hier ein Rad sein, wo wir den Scheiß abdrehen können. Aber ich glaube, das ist nicht hier. Da kann man nur mit einem hin. Wieder mal. Und dort hinten ist das schöne grüne Kraut. Meine Güte, ich will da hin. Und hier war ja auch nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, ich mag nicht in den Toilettengang. Wir gehen zuerst oben in die obere Etage und gucken, was dort so ist. In der Toilette haben wir natürlich ein grünes Kraut, aber ja, das verlieren wir wahrscheinlich direkt wieder an Gesundheit wegen diesen Ekelzombies, weil da haben wir momentan keine tollen Mittel dagegen. Also ich nenne diese Mimikry Markus einfach Ekelzombies, weil sie eklig sind. Ich mache das jetzt einfach mal so. Hier haben wir eine ganze Waffensammlung fürs Militär. So, jetzt sind wir hier oben. Gucken wir mal wieder auf die Map. Hier waren wir eigentlich auch schon durch jede Tür so weit gegangen. Oh, nee, hinten ist sogar noch eine Tür, wo wir gar nicht waren. Es kann sein, dass das ist auch ein Raum. Da würde ich mir das schon gerne angucken. Blacker, blacker. Der hier, ne? Aber der ist verschlossen, aber es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Aha! Da ist eine Uhrzeit. Die müssen wir irgendwie aktivieren. Kann man die sehen? Ich sehe sie nicht so richtig. Wie viel Uhr es da ist. Diese Uhrzeit müssen wir irgendwo einstellen, glaube ich. Dann geht die Tür auf. Typisch Resident Evil. Scheißdreck. Dass man nicht mal lesen kann. So, jetzt haben wir da hinten noch einen dicken, eine dicke Tür. Aber das war's auch schon. Ah ne, ja, da kommen wir auch noch hin. Da sind auch noch Türen. Also an sich, mit der Karte kommt man ganz gut zurecht. Finde ich mal, die ist schön gestaltet. Und recht überschaubar. Wenn man so weiß, wie man das macht. Na, da gibt es andere Spiele, die sind ein bisschen heftiger, wie Zelda zum Beispiel. So, diese Tür ist ziemlich, glaube ich, das war nämlich die Rittertür, die dicke, ne? Da hinten die dicke. Die ist ja noch nicht offen. Ja, genau. Und hier haben wir dann noch den Raum, da sind noch weitere rote Türen und da müsste irgendwo noch eine Feuertür sein. Ansonsten bleibt uns noch die auf der Toilette. Und ich glaube, viel mehr gibt es auch hier nicht. Oh, der ist schon tot. Dem haben wir gegeben, Leute. Gib ihm. So, jetzt haben wir hier sogar zwei Türen. Also eine ist hier drinnen. Und die führt zu einem einzelnen Raum. Also ich denke, die gucken wir uns zuerst an, bevor wir dort unten weitergehen. Das war die hier, ne? Ach stimmt, das war hier das, wo der Aufzug auch ist. Ja, die Kerze ist abgebrannt. Ich denke, wir müssen die Kerze irgendwie anmachen. Können wir hier mit Brennflüssigkeit arbeiten? Die Kerze ist abgebrannt, okay. Nein! Verkehrt! Das brauchen Sie jetzt nicht. Ach so, warte mal. Warte mal. Ist das einfach nur, um das Feuerzeug nachzufüllen? Ist da was dran? Ach, wir waren ja schon Billy. Ja, tatsächlich. Ach, jetzt haben wir das Feuerzeug erst voll.
Und? Och, bin ich so gut, Leute. Mysterium gelöst. So ein Schloss will ich auch. Zu Hause musst du die Kerze anmachen, dass die Tür aufgeht. Das ist doch mal was. Noch nicht gesehen, ey. Kerze, leuchte mir den Weg. Ich hätte die Tür lieber zugelassen. Achso, wir haben. Ne, wir hatten die Waffe ausgerüstet. Schieß! Hey, Pussy! Was ist denn überhaupt los mit der? Hat die keine Waffe in der Hand oder was? Ne, tatsächlich nicht. Kein Wunder, dass sie nicht schießt. Oh! Lebt er noch? Nee. Oh, Granaten. Granaten mitnehmen. Jo. Na klar, holen wir die mit. Hier können wir noch hoch. Hier sind noch Kerzen. Hier ist noch ein Bücherregal. Das kann man verschieben, so wie es aussieht. Wahrscheinlich nicht sie. Ist zu schwach oder so. Müssen wir wahrscheinlich mit Billy. Ich bin Arzt, kein Muskelmann. Ah, okay, weil sie es nicht schieben kann, oder was? Was haben wir denn hier? Oh, ein Buch. Ich hasse Bücher. Buch des Guten mitnehmen. Ah, da ist, glaube ich, der Flügel drin. Ja, holen wir mit. Aber hier noch ein Mechanismus? Nee. Untersuchen. Bücher können wir eigentlich prinzipiell öffnen. Jo. Ja, hier ist der Flügel der Statue drin. Juhu. Da ist etwas drin. Die Engelsflügel. Die haben wir schon mal. Brauchen wir noch die Teufelsflügel oder Dämonenflügel, was auch immer. Laden wir mal nach. Und auch mit Rebecca tauschen wir aus, dass die auch mal wieder Muni hat. Ja, so langsam wird die Muni doch knapper als gedacht. Okay, komm. Ja, und das nächste Mal gehen wir dann in die andere Tür. Würde ich nämlich sagen, an dieser Stelle ist diese Folge beendet. Wenn wir jetzt hier durch sind. Und dann gehen wir das nächste Mal hier hinten in diese andere rote Tür links von uns. Und gucken, was uns dort erwartet. Sieht auch aus nur wie ein Raum. Okay. Dann haben wir, glaube ich, schon bald alle Feuertüren gemacht und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir leben dann auch noch so lange. Bis dahin, euer Spooky VF. Vielen Dank fürs Zuschauen mit Resident Evil Zero. Bye, bye, bye.